Es geht weiter hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Türe zu und wir gehen zu Kalia. Mercer ist hier gewesen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Das hoffe ich auch. Diese Banditen da hinten, warum lebten die? So haben Brynjolf und ich sie gefunden. Mercers Werk. Wir müssen zu ihm aufschließen, bevor es zu spät Ach ist. so, die Toten waren gemeint. Ich bin bereit, gehen wir. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns noch ein paar Überraschungen hinterlassen hätte. Hat echt einen Dedra-Dolch. Naja, wir haben Lydia wahrscheinlich nicht mehr dabei, weil wir jetzt die beiden als Begleiter haben. Aua! Fängt direkt gut an hier. Ebenerz, das ist sehr schön. Wo liegt hier ein Dietrich? Ach, da! Drei Stück. Ah ja. Ah ja. Aha. Wahnsinn. Hat sich ja sogar gelohnt. Ja, ich behalte weiter die Augen offen. Ah. Ah, geht nicht, okay. Alles klar, freut mich ja. Und wow, eine große Ruine. Moment mal, was ist das? Es ist Mercer, seht, da unten. Ich kümmere mich darum, Mädchen. Wo ich sehe nicht. Verdammt, wir kommen nicht durch. Wo denn? Ach, da. Mit uns. Er will, dass wir ihm folgen. Ja, machen wir das doch. Ja, Mädchen, und wir sind bereit für ihn. Meine Rede. Gehen wir weiter. Ja, kommt. Mann, ey, dass Lydia nicht dabei ist, finde ich echt seltsam. Oh ja, die müssen echt gigantisch sein. Wer ist da? Euer Leben ist verwirkt. Sterbt endlich. Oh, ich glaube, der ist sehr stark. Ein Kriegshetzer. Was? Wie bin ich jetzt gestorben? Ich will gar nicht wissen, wo mein letzter Quicksave gewesen ist. Ach so, ja. Ha, ha. Wir sind wieder am Anfang des Videos. Hä, Leute? Warum sind wir gerade instant gestorben? Wir hatten volle Lebensenergie. Der Falmer hat nicht auf uns eingeschlagen. Ich könnte jetzt Schnitt machen, aber das spare ich mir. Mercer ist hier gewesen. So haben wir müssen zu ihm aufschließen, bevor wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich kann es ich kaum würde erwarten, mich meine nicht Hände um den wundern, Hals wenn ich dieses noch ein paar Dreckskerls zu Überraschungen legen. hinterlassen hätte. Kann ja echt nicht wahr sein. Übrigens, allein die Lampen da oben, wie genial die gemacht sind mit brennendem Gas. Sehr schön gemacht. Ah. Hui, ich dachte schon. So. Moment mal, was ist das? Es ist... Ich kümmere mich darum, Mädchen. Von wo kommt der denn jetzt? Wir kommen nicht durch. Da ist er auf jeden Fall.
folgen. Ja, Mädchen, und wir sind bereit für ihn. Gehen wir weiter. Ja, dann kommt. Kommt. Brynjolf. Mann, ey, ist jetzt echt schon ärgerlich, oder? Wer ist da? Wow, warum ist er jetzt direkt hier? Ist ja gruselig. Was der für eine Rüstung anhat. Gehärtete Falmer, Stiefel, Falmer, Rüstung. Ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt haben die Falmer hier sogar ihre Profi-Ausrüstung bekommen. So. Frostbissgift haben wir schon zu Genüge gehabt. Alles klar. So, wir müssen deutlich mehr speichern, damit das nicht schief geht hier. Es war aber irgendwo... Ne, es ist doch auf der rechten Seite. Supi. Überraschung. Der Effekt war nicht wie von mir erhofft. Ah, ich erinnere mich. Das war mit Zeitdruck und da muss man rüber den anderen Hebel auch aktivieren. Sieht man da unten ganz gut. Sehr schick aus, auf jeden Fall. So, Quick Save. Ja. Töten wir ihn, würde ich mal sagen. Boah, der hat uns gekillt. Zwei Pfeile und der haut uns um. Das heißt, wir brauchen eine Planänderung. Und zwar eine gewaltige Planänderung. Ein Falmer Kriegshetzer verdammt stark. Ey, wo kommen die Fallen jetzt her? Wer hat die Falle aktiviert? Okay, wir brauchen einen Heiltrank. Mana-Trank haben wir nicht. Oh yeah. Langsam, aber sicher hört der Humor auf und es wird wirklich richtig schwer. Also davon 4, 5 auf einmal und wir haben ein gewaltiges Problem.
Und ich glaube, genau dieses Problem werden wir hier bekommen. Wir können die Kammer oben oder unten herum durchqueren. Eure Entscheidung. Aua. Ihr macht das ganz toll, Leute. Ich bin stolz auf euch. Ich komme ja wieder nicht hoch. Das behinderte Clipping manchmal. Meine Güte, Entschuldigung, musste sein. Boah, Mann, die machen so viel Schaden mit ihren Pfeilen, das ist echt nicht normal. Fürwahr, fürwahr. Hier nicht erwischt? Ist doch unmöglich. Haben die echt da oben drauf? Euer Schicksal ist besiegelt. Dunkelheit möge euch verschlingen. Haben die da oben tatsächlich unerreichbar platziert? Ja, komm. Ich bräuchte eine erhöhte Position. Ja, oder wir ignorieren es halt und gehen einfach weiter. Was war das? Endlich! Bringen wir es hinter uns! Ja. Das stimmt. Die schießt mit dädrischen Pfeilen. Es ist kein Wunder, dass sie so einen enorm großen Schaden machen. Trotzdem finde ich es doch schon heftig, dass hier so starke Gegner platziert sind. Komm schon drauf da, Brynjolf. Oh, kein Magier.
Genau deshalb. Oh Mann! Der blöde Bogenschütze hittet mich da mal an. Sind alle total irre, wisst ihr das? Da machen die Fallen auch keinen Unterschied. Nein, bleib stehen. Das hat ja ganz gut funktioniert. Das haben wir also gehört. Der gesamte Turm ist eingestürzt. Dafür gibt es nur einen Grund, und zwar, um Verfolgern den Weg abzuschneiden. Es muss Mercer sein. Wir müssen einen Weg darum herumfinden. Mercer konnte dieses Ding umwerfen? Bei den Göttern. Es ist der Schlüssel, Brynjolf. Solange er ihn in Händen hält, weiß niemand, wozu er imstande ist. Ja, der Skelettschlüssel. Wir gehen weiter. Ja. Leichen. Ja, hier hat er wohl schon geplündert und gelootet, um es mal mit einer furchtbaren Sprache zu sagen. Ja, Kalia, ich konnte damit nicht interagieren. Oh, hieran kann ich mich erinnern. War der Trick nicht, den hier anzuschießen? Damit er die Falme angreift. Nicht runter. Quick Save. So, das müssen wir mal eben überlegen. Los, zeigt mir, dass ihr drauf habt. Boah, da hinten auch noch ein Magier. Ist vielleicht nicht wahr, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fehler eures Lebens begangen. Ich hab Quickload gedrückt, es tut mir leid, Leute, ich hab mich vertan. Quick Save, so. Da denn gerade geschlüpft?
Wir müssen taktisch vorgehen. Wir dürfen nicht offen reinlaufen, da haben wir keine Chance. Uah. Ja. Los, zeigt mir, dass ihr es drauf. Boah, und dann kommt der Magier an. Los, zeigt mir, dass ihr es drauf. Boah, die Magier. Junge, 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 Junge. Fehler eures Lebens begangen. Meine Güte, ich hing wieder irgendwo fest, ey. Könnte ich mich aufregen. Das ist echt ein Witz mit dem Blitzzauber, ne? Ich will mich jetzt nicht sonderlich schwach darstellen, aber... Ob der die Tür wieder aufmachen kann? Wenn der Schrei wieder verfügbar ist, gehen wir raus. So. Auf ein neues. Quick save. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gestorben bin. Wir heilen uns. Immer noch voller Furcht und Panik und meine Güte. Kommt raus und stellt euch mir, Feigling. Da seid ihr ja. Los, zeigt mir, dass ihr es drauf habt. Ich! Ja, komm, steh auf. Oder bleib liegen. Oh. Leute, kriminell so eine Stelle, wirklich. Es war jetzt eigentlich kein Hänger, wir haben das ja mit einer relativ, ja, unfairen, ja, mit einer recht vorteilhaften Strategie recht gut geschafft, aber
Die Stelle an sich war ja schon verdammt schwierig, weil die hier gut Gegner reingesetzt haben. Ordentlich Gegner. Also von den Gegnermengen her, Respekt. Da haben die sich wirklich was einfallen lassen. Ich meine, wie schnell die allein den Zwergen-Centurion-Meister jetzt zerlegt haben, das zeigt ja schon, was für einen wahnsinnigen Schaden die verursacht haben. Der helle Wahnsinn, wenn ihr mich fragt. Der helle Wahnsinn. So. Ich glaube, ich habe gerade aber tatsächlich wieder einen Fall mal gehört. Von da aus haben wir vorhin runtergeguckt. Da hinten sind schon wieder Falmer. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Was war das? Da seid ihr ja. Gerade als ich mich aufgewärmt hatte. Sehr lustig, dass der genau wieder auf mich zielt. Hat er mir gut Schaden reingewirkt. Die Frostbissspinne ist ja ein Witz an sich. Können Sie uns bitte um den Fall mal kümmern? Der ist nämlich wirklich ein riesiges Problem. Schieß aber nur mit Falmer-Pfeilen. Wir knüppeln drauf. Oh yeah. Also die Falmer sind wirklich nicht ohne. Ich habe euch ja gesagt, die Falmer werden mit die Gegner sein, mit denen wir am größten Probleme bekommen. Und Evo Elaich hatte recht, die Falmer haben es wirklich immer noch ordentlich gegen uns drauf. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir nach diesem Dungeon hier uns eine neue Rüstung zulegen. Das ist mir zu gefährlich, weiter auf diese Vulkanglasrüstung zu bauen, die mittlerweile, wie man merkt, von der Rüstungsfähigkeit her deutlich hinter den Gegnern steckt. Wir kassieren zu viel Schaden. So. Sklavenquartiere. Ja, da gehen wir beim nächsten Mal rein. Mit Brynjolf, ohne Kalia. Da ist Kalia, perfekt. Beende ich jetzt hier das Video. Beim nächsten Mal geht's weiter auf der Spur oder auf der Jagd nach Mercer. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut und sage, bis dann, Leute.